Ja, und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja, heute geht es einmal um etwas anderes, nämlich um ein Adventsvideo. Und ja, mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Oh, da sind wir auch schon wieder. Und ja, ich habe jetzt eine neue Musik, die gleich direkt nach dem Anfang spiele. Ich weiß nicht, ob ich das immer mache. Ich werde mir das einfach mal ansehen und ich werde es einfach mal für das eine Video lassen. Und wenn es gut ist, dann lasse ich es vielleicht immer so oder manchmal so. Wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt verschiedene Musikquellen wieder gefunden. Zum Beispiel Proxmitte hat jetzt eine Playlist mit 12 Songs oder was. Die war es auch. No Copyrights hin. Beziehungsweise Bass Rebels, wo ich heute die heutige Musik für die Adventstimmung her habe. Also die haben da einfach Weihnachtsmusik halt produziert, nur Copyright-mäßig, und das finde ich toll von dem. Und dann habe ich mir ein anderes Lied von denen angesehen und gehört, logischerweise. Und habe mir so gedacht, ja, das ist eigentlich auch recht gut. Also sie machen ganz guten Content, sind auch natürlich gleich der erste Link in der Infobox, ja. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Musik-Channels in der Infobox verlinkt. Das ist auch irgendwie wichtig, dass ihr das wisst. Es sind nicht immer von jedem Musikproduzenten Videos dabei, also Lieder dabei. Meistens ist in den Videos immer Musik von Toshio Masuda dabei und von No Copyright Sounds. Was ich dann zusätzlich dazu schneide, das weiß ich meistens nicht. Das ist immer anders. Teilweise habe ich auch Links in meiner Beschreibung drin, da wo ich nicht mal mehr weiß, was das für ein Musikproduzent ist. Aber hauptsächlich kann die Musik dann verwenden. Und wenn ich dann einfach Bock habe, die Musik reinzuschneiden, kann ich sie einfach reinschneiden, ohne dass ich da die Links dann noch nachfügen muss oder was auch immer. Gut Leute, ihr fragt euch vielleicht, warum ich da 10.000 Adventskalender liegen habe. Keine Ahnung, wir haben 100.000 Zeitungen in der Klasse. Die Corona-Zeitung ist logischerweise eine Zeitung davon, ja. Und da waren zu viele Kalender drin und ich dachte mir so, haha, geil, Adventskalender, die haben ja alle rausgenommen. Dann bin ich drauf gekommen, dass überall dasselbe drin ist und ja, du halt trotzdem keine höheren Gewinnchancen hast. Also wer einen Adventkalender von der Krone möchte, einfach bei mir melden. Na gut, Leute, ich würde mal vorschlagen, wir besinnen uns jetzt. Hallo Kinder, hier ist wieder euer Mr. Glückskeks. Und ja, heute habe ich gar keine Weisheit für euch, nämlich stattdessen habe ich ein Lied. The snow is falling. Children playing, having fun. It's the season, love and Ohana. Merry Christmas, everyone. We're gonna have a party tonight in Mickey's Wonder House. I'm gonna find a girl. We kiss by candlelight. Ja, Bernie hat ein paar bekannte Sprecher gefunden, die für ihn das Lied gesungen haben. Und ja, dann tschüss Freunde und eine schöne Adventszeit. Ja Leute, jetzt ist die Zeit der Mandarinen und Erdnüsse und Nikolaus-Sackerl wieder da. Und ja, dann ist das eine Mandarine. Und man denkt so, Und dann hat man da so einen richtig räudigen Kern drin. Schluss mit dem Spaß. Jetzt kommen wir. Ich würde mal sagen, wir beruhigen uns jetzt und kommen ein bisschen in Adventsstimmung. Das heißt, spontaner Musikwechsel. Ha, ist schon besser. Okay. Gut, Freunde, worüber wollen wir reden? Wie schon gesagt, es ist jetzt die Zeit, wo der Nikolaus gekommen ist. Es ist die Zeit, wo es Mandarinen gibt, wo es kalt draußen ist, wo man die richtige Rauchluft riecht, wenn man rausgeht. Und das ist eigentlich, sollte man ja denken, ja, Rauchluft, weil ich geht. Aber ich denke mir, das macht so die Winteratmosphäre. Du gehst raus und es riecht nach Rauch. Dann weißt du, das riecht eigentlich nach Winter. Also im Gehirn hast du, oh, jetzt ist es kalt draußen, es riecht nach Winter und es ist, alle Leute sitzen in ihren Häusern vor ihren Ofen. Wahrscheinlich nicht vor dem Ofen, aber das wäre halt die Idealvorstellung. Du sitzt da, liest ein Buch vom Kamin und hast so einen Tee neben dir stehen oder so. Das wäre einfach so, Schackküssel. Aber das geht nur, wenn du einen Kamin hast und den habe ich nicht, also, ja. Was gibt's alles in Advent? Ja, da gibt's Kekse, es gibt, das war's. Nein, es gibt Kerzen, Adventkränze, Weihnachtsbäume,
Schmuck überall in der Stadt. Es sieht alles so weihnachtlich aus und das ist, glaube ich, das Allerschönste überhaupt an Weihnachten und Advent. Das ist einfach das Beste, dass man sich beruhigt, man in sich kommen kann, alles, die ganze Welt irgendwie so wirkt, als hätte sie für alles Verständnis. Das ist die Vorstellung, Leute. In Wahrheit hat jeder Weihnachtsstress und macht sich nur Gedanken, wie er alles zu Weihnachten wieder so hinbringt, wie jedes Jahr. Man muss die Deko aufbauen, man muss Plätzchen backen. Ich sage immer Kekse, aber ich denke so, ja, Plätzchen. Man muss Kekse backen, man muss Geschenke kaufen, man muss die dann einpacken, man muss den Christbaum kaufen, den schmücken. Da kommt sehr viel zusammen, Leute. Aber ich denke mir nur so, ja, alles, was sich nicht ausgeht, ohne Stress, mache ich einfach nicht. Also, ja. Natürlich ist auch jetzt in der Adventszeit überall die Test- und Stressphasen. Und das muss einem auch bewusst sein. Aber diese muss man halt einfach irgendwie mal durchbeißen. Und dann kommt dann Weihnachten eh schnell, weil Testphasen vergehen immer schnell, weil man da viel lernt und wenig Freizeit hat. Und da hat man eh wenig Zeit zum Lernen und deswegen vergeht die Zeit halt gleich noch viel schneller. Was macht ihr im Advent zu? Betet ihr da jeden Tag mit der Familie beim Adventskranz? Ich meine, das haben wir früher gemacht, aber das machen wir jetzt irgendwie nicht mehr. Oder, weiß ich nicht, feiert ihr da vielleicht jeden Sonntag nur so? Oder seid ihr einfach ganz normal so? Also teilweise ist meine Familie jetzt auch ganz normal so Advent. Es ist trotzdem eine schöne Zeit und am besten ist es natürlich, wenn Schnee liegt und alles leuchtet und so. Oh, aber so grundsätzlich, abgesehen davon, dass ich manchmal vielleicht zum Punktstand gehe, ist ja nicht recht viel anders, ja? Und das ist auch irgendwie gut so. Im Endeffekt ist Weihnachten und Advent dazu da, dass man, glaube ich, einfach mal wieder in sich kommt und ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat, ein bisschen drinnen bleiben kann und die Schneeflocken draußen genießen kann oder einfach nur das Feuer vom Kamin oder sowas. Es ist einfach, ja, das wäre einfach alles so geil. Aber im Endeffekt ist im Advent, in der Realität ist das wirklich alles ganz normal. Das ist ein ganz normaler Abschnitt deines Lebens. Es ändert sich nicht recht viel. Trotzdem ist es immer wieder schön, wenn du dich in dich kehrst und einfach mal die Adventstimmung genießen kannst. Dazu dient das Video auch ein bisschen. Ich meine, ich habe jetzt kein Kaminfeuer oder so. Grundsätzlich, singt ihr gerne im Advent? Singt ihr die ganzen Adventlieder gerne oder hängen die euch hier schon raus? Ich meine, Last Christmas, I gave you my heart. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr hören, weil ihr das jeden Tag wahrscheinlich zigtausendmal im Radio hört. Aber teilweise denke ich mir nur, ja, die Weihnachtslieder, die machen echt cooles Feeling. Und wenn du nicht den ganzen Tag Radio hörst, dann hörst du die eh voll selten eigentlich. Also ich höre am Tag vielleicht 0 bis 2 Weihnachtslieder. Eher bei 0, aber ja, also ich freue mich sogar, wenn ich Last Christmas irgendwo höre. Ich meine, ja gut, wenn man jetzt mehr Radio hört, kann man das wahrscheinlich gar nicht verstehen. Aber so gut, wenn ich gar nicht Radio höre, finde ich das voll okay eigentlich. Wenn ich das so zweimal, dreimal in der Woche höre oder was, stört mich das gar nicht. Im Gegenteil sogar. Da gibt es auch die ganzen Weihnachtslieder, die man in der Kirche singt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ja, zum Beispiel das. Das ist eigentlich auch ganz toll, aber es ist halt einfach so, ja, es ist nicht so catchy, weißt? Es ist einfach nur so. Aber Leute, grundsätzlich interessiert mich jetzt kräftig, was ihr zu Advent macht und ob ihr euch schon auf Weihnachten freut, was ihr euch vom Christkind wünscht. Beenden möchte ich das ganze Video mit dem Satz: Weihnachten wurde nur von Coca-Cola erfunden, ist doch mit Bullshit! Okay, nein, Spaß, Freunde. Weihnachten wurde auf jeden Fall von Coca-Cola ziemlich erweitert und ziemlich viele Features von Weihnachten wurden von Coca-Cola wirklich erfunden. Aber trotzdem ist Weihnachten ein sehr schönes Fest und mit diesen Worten möchte ich mich bedanken bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Macht brav eure Kistchen beim Adventskalender auf, zündet eure Kerze vom Adventkranz an und trinkt ein bisschen Glühwein. Okay, eine gesegnete Adventszeit, meine Brüder im Glauben. Ciao!